Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel des Trainingslagers hier aus Marbella. Zum ersten Testspiel 2019 zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Aber am Ende kann sich das dann auszahlen. Wie siehst du seine Rolle da als, ja, ich nenne es mal falsche Neun, wie er immer bezeichnet wird? Ja, Mario hat das oder macht es extrem gut. Er war halt vorher so der Highlight-Spieler. Jetzt gucken wir nochmal auf diese nächste Szene. Und jetzt ist es dann doch gefallen. Das 1-0 für Düsseldorf. Ja, Kevin Stöger war es, glaube ich. Aber Stöger, okay. Genau, da haben Schöne sehen Flanke wir die von Gieselmann. Genau dahin, wo es wehtut quasi, wo es dann auch schwierig wird zu verteidigen. Diallo, Zagadou, die sind alle im Aufbautraining, haben ihr individuelles Programm in den letzten Tagen absolviert und wir dürfen zuversichtlich sein. Da müssen wir jetzt schon wieder die nächste Chance abwarten, der Fortuna. Aber da ist Amos Pieper, der gleicht seinen Fehler da nochmal aus. Ein bisschen zu kurze Rückgabe und dann ist ja. Er aber mit aller Vehemenz da am Boden. Die Reihen sehr, sehr eng staffelt und es da kaum möglich macht, zwischen den Reihen zu spielen. Heutige Kapitän Lukas Piszczek da mit einer schönen Flanke und da ist Milli da, nachdem Rafa Guerrero da toll abgelegt hat. Wunderbar gespielt, ja. Schöner Angriff. Super da. Ball von unserem heutigen Kapitän Lukas Piszczek mit links, muss man auch immer erwähnen. Lukas ist noch ein Spieler meiner Generation quasi oder zumindest fast. Und wir waren noch nicht beidfüßig, also haben wir immer noch einen starken und einen schwachen gehabt. Jetzt aber eine wunderbare Flanke mit links. Der nächste tolle Angriff da über Guerrero. Jetzt ist Witzel da mit dem Ball am Fuß da auf dem Vorwärtsgang. Hakimi, Milli, der da, ja, der, hui, Tor des Monats. Eieieiei, Wahnsinnstor. Das war mal eine schöne Rakete. Auch gut quasi eingeleitet, er kriegt den Pass, dreht sich um und dachte sich einfach, Mario, gut, wenn mich keiner angreift. Wir haben eben über seine Direktabnahmen gesprochen und über seine Schusskraft. Er kommt also langsam auch mit ein bisschen mehr Sicherheit. Toller Kopfball da von Oliver Fink. Ja, nächste gefährliche Szene. Also Düsseldorf setzt immer wieder so kleine Nadeln und sagt, ja, wenn ihr uns lasst. Wir sind dann gleich für euch wieder da. Und mit der zweiten Halbzeit, unsere Jungs bereit, Ruben Hennings, der wird es dann ausführen und prüft da auch direkt mal Marvin Hinz. Der ist aber schnell unten da am Boden und faustet dann da relativ sicher das Ding da aus dem Eck beteiligt, was wir da in der Hinrunde gesehen haben. Und da ist es durch eine Standardsituation jetzt das 2:2. Ich glaube, Kaminski war es, der sich dort schön in die Luft gestellt hat. Der polnische Innenverteidiger der Fortuna. Janis Burnicer, tolle Körpertäuschung da von Kagawa. Was macht er jetzt? Sieht da Jadon Sancho und der, scheitert da an Michael Rensing. Tolle Reaktion da. Das, ja, Oldies darf man schon fast sagen, da im Kasten von Fortuna Düsseldorf. Und eben Jadon Sancho, jetzt sind wir mal gespannt, zeigt er uns eine nächste Qualität. Ja, kein schlechter Versuch, da musste sich Rensing schon strecken, aber der Ball knapp drüber. Jetzt Sancho nochmal im Strafraum, legt zurück. Gute Verlagerung, ja, aber Gomez ist davon ausgegangen, dass der Fortuna da an den Ball kommt. Und? Aber das ist es jetzt. Genau. Und Schmelle, der alte Abstauber. Der alte, ja, hast dich nochmal gerettet. Schmelle, der alte Abstauber, ganz genau. Nein, wunderbar. Dran geblieben. Mannschaft ist dran geblieben. Sergio Gomez den Ball auf der linken Seite dann doch eben bekommen. Wirklich schöner Ausgang dann. Das belohnt dann auch nochmal dieses Nachgehen, dieses Dranbleiben. Und dass man eben nicht sagt, okay, ja gut, 2:2. Gang zurückschalten, sondern dranbleiben, mit vorne bleiben. Die Außenverteidiger da in dem Fall